So warm. Ja, ist lieber auch von mir. Ach, Quatsch. Achtung, ich bin eine menschliche Heizung. Ja, wird kenn ich. Zumindest immer nachgesagt. Kenne ich. Das möchte ich nicht. Auch der. Fang doch mit dem nochmal an. Das ist Staubflocke hier. Alter. Ja. Liest du jetzt ernsthaft den letzten Satz? Nein. Hallo zusammen. Wir drehen jetzt für euch den Lesemonat Juni. Es ist nämlich schon ein halbes Jahr vergangen im Jahr 2023 und weiß ich gar nicht, ob ich das so hervorhebe gerade. Ich bin gedanklich schon beim nächsten Video. Gedanklich schon beim Mid-Year Freakout. Genau. Ja. Ja, aber es ist nochmal ein Monat vergangen und da müssen wir natürlich rekapitulieren, was wir so gelesen haben und das machen wir jetzt. Genau. Wie lief der so bei dir, der Juni? Ganz gut. Also ich habe nicht übermäßig viel gelesen, aber dafür 3 dicke Bücher und 3 gute Bücher. Das ist gut. Also qualitativ gut. Und qualitativ gut, ja. Und quantitativ auch. Auch. Weißt du, wie viele Seiten du gelesen hast? Ich habe es vergessen nachzugucken. Ich habe aber kurz überschlagen, sowas um die 2000. Krass. Ja. Und du? Ich habe etwas weniger. Ich glaube, ich habe die Hälfte davon. Echt? Ja, aber das eine Buch ist auch so, ne? Beide sind. Ja. 1090 habe ich. Ah ja. Genau. Ja. Ja, der Juni war bei mir nicht so leseintensiv. Ich hatte zwar Urlaub, aber wir haben Aktivurlaub gemacht und da komme ich immer relativ wenig zum Lesen. Hat ihr auch Aktivurlaub? Ich hatte ja gehofft, irgendwie, ich würde mehr schaffen, aber es war wieder nichts. Naja, nicht so schlimm. Na. Was war deine Bukopoli-Aufgabe? Ach ja, meine Bukopoli-Aufgabe war, ein Buch meiner Lieblingsautorin oder meines Lieblingsautors zu lesen. Mhm. Und deine? Ein Buch über 500 Seiten. Mhm. Und damit habe ich mich dann auch tatsächlich fast den ganzen Monat beschäftigt. Das war bei mir diesen Monat gar kein Problem. Okay. Ja. Gut, dann willst du anfangen? Von mir aus. Gestartet habe ich den Monat mit einem der Pick-My-Sub-Bücher, die du für mich gepickt hast. Das haben wir ja auch noch gemacht. Stimmt, genau. Wir haben uns wieder jeweils 2 Bücher ausgesucht. Genau, und zwar mit Morgen, Morgen und wieder Morgen von Gabrielle Zevin, übersetzt von Sonja Bonnet, was auch hier hinten schön draufsteht auf dem Buch und erschien bei Eichborn. Und genau, es geht um Sadie und Sam, die sich irgendwann Mitte der 90er zufällig wieder über den Weg laufen, nachdem die relativ lange Funkstille hatten. Die waren nämlich als Kinder miteinander befreundet und haben immer zusammen Super Mario Kart gespielt und auch andere Computerspiele und das war so deren Ding. Und dann haben sie sich aus den Augen verloren und treffen sich dann halt wieder, als sie beide noch studieren. Und entschließen sich zusammen, ein Computerspiel zu entwickeln. Sie sind nämlich beide auch in der Branche unterwegs. Mhm. Und dieses Computerspiel, was sie dann entwickeln, ist auch super erfolgreich und quasi so der Startschuss für ihre weitere berufliche, erfolgreiche Karriere zusammen. Und ja, dann haben sie so ein bisschen damit zu hadern, was dieser Erfolg mit ihrer Freundschaft macht, was für Auswirkungen dieser Erfolg auf die beiden, die Beziehung zwischen den beiden hat und so. Und man verfolgt die beiden so über eine Zeitspanne von um die 20 Jahre. Mhm. Und erfährt so, wie deren Leben miteinander so abläuft. Und ich fand es richtig, richtig gut. Es hat mir echt Spaß gemacht, das zu lesen und hat mich total gepackt. Es hat einfach total Spaß gemacht, das zu lesen, weil ich ja auch selber Videospiele mag und Computerspiele mag und so. Und die Entwicklung dieser Spiele spielt eine relativ große Rolle in dem Roman. Und es war total spannend, das zu verfolgen, wie die das entwickeln und was da so mit einherging. Und ich habe zwischendurch ganz oft gedacht, ach, das Spiel würde ich auch gerne spielen. Wie soll das mal tatsächlich entwickeln? Und es hat einfach echt Spaß gemacht. Cool. Ja. War sehr cool. Ich frage mich, ob das auch Leute gut finden, die nicht so auf Computerspiele stehen und diese ganzen Anspielungen, die es da gibt, vielleicht nicht so erkennen oder verstehen oder nachempfinden können. Mhm. Das kann ich nicht so richtig einschätzen. Aber grundsätzlich fand ich es echt cool und
Ich fände das auch interessant, weil ich ja nicht so die Ja. typische. Ja, wobei, was heißt nicht die typische? Also, ich habe auch Super Mario Kart gespielt, klar. Aber davon abgesehen auch nicht super viel mehr. Deswegen wäre Ja. ich auch mal gespannt, ob das bei mir alles ankommen Ja, würde würde. mich auch interessieren. Das fällt mir super schwer, das einzuschätzen, weil für mich war es halt so, ach ja, lustig, das ist ja cool, kenne ich oder habe ich gespielt oder so, ne? Ja. Ja. Ja, gut. Aber es war auf jeden Fall ein sehr Also erfolgreiches. würdest du sagen, zu Recht gehypt? Ja, also ich finde es jetzt nicht extraordinär gut, aber es hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht. Cool. Ja, dann. Ja. Ja, und dieses. Ach, ich mag das Cover Ja, einfach ich immer noch auch. so Ich gerne. auch. Und man erfährt irgendwann auch, was der Titel soll. Das hat mich auch gefreut, warum das so heißt, wie es heißt. Das war cool. Sehr schön. Also ein Buch von Pick My Sub geschafft. Yes. Sehr schön. So. Ich stelle zuerst das ganz lange Buch vor, mit dem ich fast den ganzen Juni verbracht habe. Und das war nämlich Babel von Rebecca F. Kuang, bei Eichborn erschienen. Auch bei Eichborn. Wir machen hier voll Eichborn-Werbung Ja, heute. ausnahmsweise mal. genau, übersetzt wurde das von Heide Frank und Alexandra Jordan. Und ich fand das total spannend, weil ich habe die beiden nämlich bei der Übersetzertagung getroffen im Juni auch und habe mich ein bisschen mit denen darüber unterhalten. Das war auch sehr spannend. Das glaube ich. Ja. Ja, das ist irgendwie cool, wenn du über das Buch mit den Übersetzern reden kannst, Voll, ne? ja. Was du gerade liest. Also es ist schon, hat was. War lustig. Jedenfalls, worum es in Babel geht. Also es spielt 1836 in Oxford. Das heißt, wir sind so mitten in dieser Zeit der Kolonialherrschaften, ne? Wo das ganze Wettrennen da so Ja. stattfindet. So, wer hat die meisten Kolonien? Wettrennen. Ja, ist ja so Die ein bisschen. Meisterschaft. So, und es ist halt so, dass Großbritannien Weltmacht ist in diesem Fall, ganz klar. Und es geht um den jungen Robin Swift. Der kommt aus China und wird von einem Vormund aus Großbritannien aus China rausgeholt. Man könnte sogar sagen, gerettet, weil da gerade so eine Seuche umgeht. Und wird dann nach Großbritannien verfrachtet und wächst da auch auf bei diesem Vormund und geht dann irgendwann nach Oxford, um Übersetzen zu studieren. Und in Oxford kann man übersetzen, in Babel studieren, das ist ein Turm. Und dieser Turm ist das Zentrum der Macht quasi in Großbritannien. Genau. Und es war natürlich extrem interessant, so viel Übersetzungskontent zu lesen als Übersetzerin. Also es geht da aber um verschiedene Bereiche der Übersetzung auch, ne? Also es geht natürlich auch um Literatur einerseits, aber es geht zum Beispiel auch darum, wer stellt diese ganzen Wörterbücher zusammen und so in Okay. den verschiedenen Sprachen. Und ja, da sind natürlich so Leute wie Robin Swift gern gesehen, die auch irgendwie fremdere Sprachen mitbringen. Also nicht unbedingt diese westlichen Sprachen wie Spanisch oder Französisch, sondern Ja. dann eben auch von weiter weg. Was ja auch gerade zu der Zeit 1836 noch nicht so gang und gäbe war. Man konnte ja nicht mal eben im Internet gucken, ne? Ist schlecht, ja. Genau. Ja. Ja, und ich fand, also dieses Buch wird ja beworben als Fantasy-Epos, so ein bisschen, finde ich. Ja. Ne, das ist zumindest das, was ich am Anfang davon erwartet hatte. Dem ist nicht so. Ist das nicht Dark Academia? Ja, es hat so ein bisschen Dark Academia Vibes, finde ich, auf jeden Fall. Dadurch, dass sie halt so eine Gruppe von Jugendlichen auch nachher sind, die da in Babel studieren. Es wird aber auch sehr politisch, muss ich sagen. Also es geht halt sehr, sehr viel um die Kolonialisierung und die Okay. ganzen Zusammenhänge und gerade auch um die Verbindung zwischen Großbritannien und China. Und ja, also darauf muss man sich auf jeden Fall auch einstellen hier, dass es sehr Okay. politisch wird. So, und soll ich sagen? Für mich hat es sich zwischendurch ein bisschen gezogen, weil die Charaktere für mich jetzt nicht so tragend waren. Also ich hatte jetzt keine Figur in dem Roman, wo ich wirklich richtig, richtig mitgefiebert habe und wo ich unbedingt wissen wollte, so wie geht's damit weiter? Okay.
Ah, das ist natürlich nicht so cool. Ja, und das ist dann auch so die Sache, die mir so ein bisschen gefehlt hat daran. Einfach. Ich fand das Buch extrem interessant, einfach wegen der Themen. Ich meine, Übersetzung interessiert mich sowieso durch den Job. Offensichtlich. Und auch die Kolonialisierung finde ich eine spannende Zeit. Aber wie gesagt, ich hätte mir da gewünscht, dass die Charaktere noch so ein bisschen mehr Eigenheiten haben, ein bisschen fesselnder sind. Ja, okay. Das hat mir gefehlt, genau. Und dann muss ich auch sagen, dieses Magiesystem, was hier drin ist, was sehr dezent hier drin ist, das ist, ne, die Fantasy-Elemente halten sich echt in Grenzen, finde ich. Ich fand das eine gute Idee, den Ansatz fand ich super. Ich habe aber teilweise tatsächlich nicht verstanden, so woraus ergibt sich jetzt die Wirkung. Also ich fand, das Magiesystem hatte Schwächen. Ich möchte jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, ich möchte das nicht komplett erklären. Okay. Ja. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, was ich aber positiv hervorheben möchte, ist die sehr gute Übersetzung hier. Also die hat mir wirklich gut gefallen. Ja. Ich bin im Text nicht gestolpert und ich kann mir vorstellen, und ich weiß das auch von den Übersetzerinnen, dass das wahnsinnig viel Recherchearbeit war. Und auch einfach nicht leicht zu übersetzen. Aber das merkt man schon, wenn man es liest, dass das nicht leicht ist. Okay. Und von daher haben die beiden wirklich sehr, sehr guten Job gemacht, finde ich. Ja. Ja, insgesamt hat es mir gefallen, ne, mich damit zu beschäftigen, aber es war für mich jetzt kein Highlight. Also ja. Nicht so, es war nicht so herausragend, wie ich mir das vorher vorgestellt habe. Okay. Ja. War trotzdem ein gutes Buch. Bin froh, dass ich es gelesen habe. Ja. Und jetzt mitreden kann. Okay. Ja. Mal gucken, ob ich das noch lese. Jenny hat mir schon vorher gesagt, dass sie glaubt, dass mir das zu langweilig ist. Wenn Jenny das schon sagt, dann könnte ich mir vorstellen, dass das stimmt. Naja, damit hast du auf jeden Fall deine Bukopoli-Aufgabe erfüllt. Yes. Um das nochmal zu sagen. Sehr gut. Ich habe meine Bukopoli-Aufgabe natürlich auch erfüllt. Ich lasse mir doch nicht eine Gelegenheit entgehen, ein Buch meiner Lieblingsautorin zu lesen. Und die da wäre, sag doch nochmal. Und habe Air of Fire von Sarah J. Maas gelesen. Das ist Band 3 der Throne of Glass-Reihe in der Miniaturausgabe. Und ja. Ja, und damit hat Jana mich jetzt auch schon wieder überholt in der Reihe, weil ich habe Band 3 noch nicht gelesen. Korrekt. Verdammt. Es war sehr schön. Band 3 war ja auch beim ersten Lesedurchgang mein Lieblingsband. Und das ist auch immer noch so, würde ich sagen. Ja. Schön. Schön. Ja, du, ja. Ja. Ja, ich lese es bald. Bitte. Ich bitte. Ja. So, mehr sag ich da auch dazu. Habe ich auch schon so oft vorgestellt. Ja, ja, ja. Aber ich kann ja nicht verheimlichen, dass ich das lese. Möchte ich auch gar nicht. Eigentlich möchte ich immer darüber reden. Deswegen wird es Zeit, dass du es liest. Damit ich endlich mit dir darüber reden kann. Okay. Hätte mir Mühe gegeben. Ich bitte darum. Das zweite Buch, was ich vorstelle, ist nicht so richtig eins zum Durchlesen, sondern eher eins zum drin Schmökern zwischendurch. Und zwar ist das Dein Bücherregal verrät dich von Grant Snyder. Und da steht auch noch Momente, die du nur kennst, wenn du Bücher liebst. Und das ist genau das, was dieses Buch tut. Es nimmt so Momente eines Bücherwurms auf und beleuchtet das aus einer bestimmten Perspektive und macht daraus einen Comic. Manchmal witzig, manchmal schön, manchmal sehr Nagel auf den Kopf mäßig. So. ja, also es sind halt einfach Comics rund um die Literatur und rund um Büchermomente. Mhm. Übersetzt ist das Ganze übrigens von Sophia Lindsay. Und auch die hatte hier keinen einfachen Job, finde ich, weil sich viel reimt. Ah ja, okay. Viele Wortspiele darin enthalten sind. Und das Ganze ja dann auch immer noch zu diesen Bildern passen muss. Ja. Ne? Weil teilweise in diesen Bildern halt grafisch dargestellt wird, was das Wort aussagen soll. Mhm. Und das ist natürlich dann super schwer zu übersetzen, weil du nicht nur dem Wortspiel gerecht werden musst, sondern auch noch dem Bild zusätzlich. Ja. Also echt nicht einfach. Ich fand aber total klasse, wie hier mit Doppeldeutigkeiten gespielt wird und wie sich das dann teilweise reimt. Ich meine, bei manchen Comics habe ich auch gedacht so, ja, ganz schön, ganz nett, aber so, sagen wir jetzt nicht viel. Und bei manchen habe ich mich so kaputt gelacht, weil das
einfach wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Oder ich war begeistert von dem Einfallsreichtum oder so. Also da, ne, so ganz unterschiedlich war es. Auf jeden Fall fand ich, war das mal eine interessante Perspektive auf die Literatur. Glaube ich. Ja. Das, ja, sieht richtig cool aus. Ich muss mir das unbedingt mal angucken. Genau. Schön. Ja, an sich gut übersetzt und richtig toll zum Schmökern. Ich kann euch mal eine Seite vielleicht... Oder was ich am liebsten mochte, waren so dieses hier zum Beispiel, die Erzählachterbahn. Da wird dann anhand einer Achterbahn gezeigt, welche Phasen man in einem Buch durchmacht. Mhm. Zum Beispiel hat man hier eine ungeklärte Nebenhandlung, die einfach über einen Zweig der Achterbahn ins Nichts führt, in einen See, sodass die Leute halt da einfach reinfallen. Cool. Also, ne, sind halt super witzige Sachen zwischendurch. Ja. Langatmiger Prolog. Ja, oder Handlungslücke ist halt so ein, so ein Salto, der nicht vollständig ist. Ja, es ist Tunnel schlecht geschriebener Liebesszenen. Schön, das ja, ist cool. Ja, es ist wirklich, wirklich schön zum Durchgucken. Also es hat mir gut gefallen und schön. Ja, schön. Das mochte ich. Cool. Ja, kommen wir zu meinem letzten Buch für letzten Monat. Und da bin ich ein bisschen in die Hype-Blase gestolpert, sagen wir mal so. Ja. Ja. Das ist auch an mir nicht vorbeigegangen, das Buch. Und zwar habe ich Fourth Wing gelesen von Rebecca Yarros. Bei DTV erschienen und übersetzt von Michaela Kolodziejczyk. Ich hoffe, dass ich das richtig ausspreche. Genau, und Fourth Wing ist ja im Moment ein krass gehyptes Buch. Und ja. es ist in meiner Bubble, in der englischsprachigen Scharte. Ist das nicht das, was man hier hat? Ja, das ist eine Hasenscharte, ja. Ja, in meiner englischsprachigen Instagram, TikTok-Bubble ist das schon eine Weile sehr präsent und wird da als das neue Fantasy-Epos-Ding gehypt und wer Sarah J. Maas mag, mag auch das und dann, ja, was soll ich sagen? Das kann ich ja nicht auf mir sitzen lassen, oder das nicht zu überprüfen. Außerdem geht es um Drachen und Drachen sind cool. Ja, ja. Ich habe es auf jeden Fall gelesen und ich bin also... Ja. Ich fand's gut. Schön. Also erstmal, es geht um Violet, die Schriftgelehrte werden will eigentlich. Aber ihre Mutter ist die Generalin der Drachenreiter und verlangt von Violet, dass sie an dem Auswahlverfahren zur Drachenreiterin teilnimmt. Und das ist ein bisschen problematisch, weil Violet körperlich nicht ganz fit ist. Die hat ein bisschen Probleme mit ihren Gelenken und dass die Kniescheiben so rausspringen und so. Und die ist also generell nicht so körperlich nicht so richtig stark. Aber Drachen binden sich halt nur an starke Menschen. Und das ist halt immer so ein Problem, weil entweder du wirst von einem Drachen auserwählt oder du stirbst. Und ja, dann nimmt sie halt an diesem Auswahlverfahren teil, hat aber zusätzlich noch das Problem, dass ganz viele Leute, die auch an diesem Auswahlverfahren teilnehmen, sie umbringen wollen und nicht mögen, weil sie halt die Tochter der Generalin ist, die ein paar Entscheidungen getroffen hat, die viele Menschen nicht so gut fanden. Boah, das sind aber viele Konflikte. Unter anderem ihr Geschwaderführer, Xaden, der... Zufälligerweise auch Love Interest. Der zufälligerweise sie auf den Tod nicht ausstehen kann. Enemies to Lovers. Nein, Enemies. Genau. Das verrate ich doch nicht. Bitte, steht das nicht irgendwo schon wahrscheinlich drauf? Nein. Nein. Hier steht nur, ein Drache ohne seinen Reiter ist tragisch. Ein Reiter ohne seinen Drachen ist tot. So ist es. Und ja, also ich bin da echt so reingerutscht und konnte es nicht mehr aus der Hand legen. Ich habe das in 3 Tagen durchgelesen und es ist so ein bisschen, das Coole daran ist so ein bisschen dieses dystopische Feeling, was ich hatte. Es erinnerte so ein bisschen an Hunger Games und Divergent und so durch dieses Auswahlverfahren, das da halt stattfindet. Und ja, es hat mich total gepackt und es hat so einen gemeinen Cliffhanger am Ende, dass ich mir direkt den nächsten Band vorbestellen. Der wann rauskommt? Im November.
Na, das dauert ja noch ein ja, bisschen. aber ja. Also ich muss sagen, ich bin nicht enttäuscht worden. Ich habe es wirklich, wirklich gerne gelesen und ich fand es richtig cool. Sehr gut. Ja. Ja, ich möchte das auch irgendwann nochmal lesen. Ich mag Drachen nämlich auch sehr, sehr gerne. Sind cool. Weil das Coole ist auch, dass die Drachen tatsächlich Persönlichkeit haben. Also die können kommunizieren, die unterhalten sich und die haben einen richtigen Charakter. Und das ist cool. Ja, das hat echt Spaß gemacht. Allerdings haben die, ich weiß nicht, warum das in Fantasy-Büchern so ein Ding ist, sich immer so einen Namen auszudenken, die kein Mensch aussprechen kann. Aber die haben so verrückte Namen. Du möchtest jetzt wahrscheinlich keinen aussprechen. Ich kann einen buchstabieren. Glaube ich zumindest. Einer heißt S-G-A-E-Y-L. S-G-A-E-Y-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 S-G-A
Und das geht halt die ganze Zeit so weiter in dem Buch. Ich finde die so gut, diese Anreden, die die ganze Zeit haben. Und dann schmieren die sich so richtig schön Honig um den Mund mit den tollsten Sachen. Und schön. Ja, bei dem Händler der Matten fühlte sich Abdullah natürlich ziemlich, also er war ziemlich pikiert, dass er dass die Teppiche Matten genannt werden. Also, ja, den, also das fand ich so genial. Da habe ich echt so oft gelacht drüber, über diesen Namen. Das war schön. Ja, und es war einfach so fantasievoll schön. Da konnte man sich richtig schön reinfallen lassen in die Geschichte. Denn den einzigen Kritikpunkt, den ich daran habe, war die Frauendarstellung teilweise, die natürlich relativ alt ist, weil dieses Buch auch schon von 1990 ist. Wurde es, ne? 1990 wurde es geschrieben. Und ja, wie da über Körperformen geurteilt und geredet wird, ist aus heutiger Sicht grenzwertig. Das muss man dazu sagen. Wenn man aber drüber weglesen kann, ist die Geschichte wirklich, wirklich richtig schön. Na, immerhin. Ja. Schön. Und ich habe mir dann überlegt, ich möchte auch gerne den dritten Band noch lesen. Weil, ja, man trifft wieder auf Howl. Oh. Ja. Er kommt drin vor. Yeah. Sagen wir es mal so. Ja, und das hoffe ich natürlich von Band 3 dann auch. Das ist cool. Also es spielt in einem Universum. Ja, genau. Schön. Mhm. Cool. Ja. Und deswegen auch ein richtig schöner Lesemonat. Das war übrigens auch ein Pick My Sub. Pick. Von Jana. Damit haben wir beide eins von zwei Büchern vom Sub-Dings. Vom Pick My Sub. Gedingst. Genau. Ja. Gelesen. Mhm. Schön. Ja. Die anderen beiden gucken wir mal, ob wir die irgendwann nochmal lesen. Also bestimmt, aber. Ja. So, damit sind wir am Ende dieses Lesemonats angekommen, was bedeutet, wir können endlich mal würfeln, was wir im Juli lesen müssen. Stimmt. Beide Bookopoly-Aufgaben erfüllt für Juni. Ja. Also gucken wir mal, was wir im Juli so machen. Auf geht's ins andere Studio, wie Jana so gern sagt. Bis gleich. So, da sind wir. Hallo. Hallo, hallo. Gucken wir mal, wo stehen unsere Figuren? Also, das ist meine. Stand auf über 500 Seiten, das heißt, ich bin kurz hinter los und mache von da aus weiter. Und Jana steht schon wieder hier hinten bei Orange, bei Lieblingsautorin. Willst du anfangen zu würfeln? Okay. Was haben wir denn da Feines? Eine 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oha! Krass, eine Übersetzung. Eine Übersetzung nicht aus dem Englischen. Richtig. Weiß ich gar nicht, ob ich sowas hab. Da müssen wir gleich direkt mal ins Regal gucken, ob Jana da was, ob Janas Sub da was zu bieten hat. So, dann wandere ich hier weiter. So. Das ist schwer, gleichzeitig zu filmen und zu würfeln. Also, das ist eine 9. Heißt das... Oh. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh. Pick mal Sub. Du kannst machen, was du willst. Nee. Ich darf dir was aussuchen. Ja. Ja. Richtig. Oh oh. Sehr schön. Cool. Ja, dann machen wir uns mal an unsere Regale und unsere Subs. Und sehen uns gleich wieder vor der Kamera. Yes. Bis gleich. Hallo. Da sind wir wieder. Jinx. Ja, wir haben gerade ratlos vor Janas Regal gestanden. Jenny war ganz entsetzt. Ziemlich, ja. Jana hat nämlich eigentlich fast nur Übersetzungen aus dem Englischen. Wir haben dann aber doch ein Buch gefunden. Was nicht mir gehört. Sondern mir. Genau. Ja. Das ist aus dem Französischen, ja. Und? Die Sehnsucht des Vorlesers von Jean-Paul Didierlo. Was Jay sagt. Übersetzt von Sonja Fink, glaube ich. Ja, ja, dann ist es ja relativ offensichtlich, was ich lesen werde nächsten Monat. Ja, Jana hat nicht so viel Auswahl. Schande auf mein Haupt. Sei denn, du kaufst noch ein neues Buch und... Aber... Haben wir nicht gerade auch festgestellt, dass das auf deiner 12-Books-Liste steht? Ja. Ja, guck. Das, außerdem liegt das schon echt lange bei mir. Mhm. Ja, ja, ja. Das stimmt. Und es ist wirklich, wirklich gut. Ja, ich weiß. Also weiß ich nicht, aber du sagst es immer.
Ja. Ja, ja. Ja, ja. Nachher bin ich ganz, ganz enttäuscht, weil du es nicht gut findest. Wer weiß. Ja. Warten wir mal ab, was der Juli so bringt. Genau. So, und Jana hat sich dann auch gerade meinen Sub angeguckt und hat mir auch direkt schon ein Buch rausgepickt. Mhm. Nämlich Piranesi von Susanna Clark. Übersetzt von? Ja. Steht. Das ist übrigens etwas, was ich bei Rido kritisiere, ja, dass bei Rido nicht drin steht, wer die Bücher übersetzt hat. Ja, Leute, bitte. Buh. Bitte, bitte, nehmt es mit auf. Du musst da noch was stehen. Mhm. Mhm. Ja. Kommt schon. Was soll das denn jetzt? Du, 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 du. Guck mal, das... Ja. Das sieht nicht so aus wie meins, aber es ist ja auch egal. Ist muss ja auch das glauben. Gebunden, ne? Das ist übersetzt von... Wir werden es erfahren. Astrid Finke. Aha. Okay. Und erschienen bei Heine. Mhm. Ja. Okay. Damit ist klar, was wir zu tun haben nächsten Monat. Ja, wir haben beide keine Auswahl, sondern sind auf ein Buch beschränkt. Mhm. Mal gucken. Ja. Das schaffen wir. Das sehen wir dann. Ja. Alles klar. Wie war euer Juni denn so, wo wir gerade dabei sind? Dü, 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 dü. Läuft richtig flüssig hier gerade. Ja, total. Ja, also schreibt uns wie immer gerne in die Kommentare, was ihr so gelesen habt, ob qualitativ und quantitativ, ob ihr zufrieden seid mit eurem Lesemonat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Wieder. So ist es. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.